Herzlich willkommen zum Mürztal aktuell. Anfang März fand wieder der Weltfrauentag statt. Auf der ganzen Welt gab es Veranstaltungen rund um diesen Tag. Auch in Allerheiligen im Mürztal gab es Grund zum Feiern. Am 8. März fand wieder der Weltfrauentag statt. Grund genug für die Frauenbewegung Allerheiligen im Mürztal, den runden 50er zu feiern und das mit prominenten Gästen. Weil 50 Jahre ist wirklich eine lange Zeit und diese Gruppe hat so viel Kontinuität bewiesen einerseits, aber vor allem auch Lust weiterzumachen. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass man nicht in der Vergangenheit stecken bleibt, sondern heute sieht, es ist eine aktive Ortsgruppe, die von vielen Frauen immer wieder getragen und gehalten wird. In der Feierstunde wurde auch auf die Notwendigkeit der Frauenbewegung hingewiesen, die gerade in Zeiten wie diesen voll an Bedeutung gewinnt. Wichtiger denn je, möchte man meinen. Es ist eben nicht alles selbstverständlich. Es geht aber vor allem darum, eben diese Frauenarbeit auch nach außen zu tragen. Denn Frauen haben von Anbeginn an ihren Teil geleistet, aber er ist oft im Hintergrund verschwunden. Und es ist auch ein Teil der Frauenbewegung, einfach zu zeigen, was Frauen in unserem Gemeinschafts- und Gesellschaftsleben leisten und damit heißt es auch, was Frauen in der Politik oder als politische Bewegung leisten. Und ich wünsche mir natürlich, dass hier auch sichtbar wird, dass wir durchaus den einen oder anderen Mehrwert beitragen können und eben auch ein bisschen anders sind. Das gehört dazu. Naja, ich glaube, also am Beispiel der Frauenbewegung hier in Allerheiligen sieht man, dass die Arbeit in den letzten 50 Jahren ganz so wichtige war. Aber ich glaube, es sind derartige Jubiläen natürlich auch immer Anlass, dass man nachdenkt, wie man die Zukunft gestaltet. Und ich glaube, da ist viel zu machen, was die Frauenpolitik betrifft. Es ist heute so, dass auch Frauen selbstverständlich auch zur Arbeit gehen. Und das ist die Frage zu klären, wie man, wer auf die Familie, wer auf die Kinder schaut und so. Und ich glaube, hier ist gerade die Frauenpolitik oder die Frauenbewegung stark auch gefordert für die Zukunft. Thema Zukunft. In der wird Landesrätin Edlinger-Bloder der Politik nicht ganz abhanden kommen. Ich kehre der Politik nicht ganz den Rücken, ich verändere ein bisschen die Perspektive, aber ich habe heute auch schon gesagt, da bleibt dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Frauenpolitik und das kann man ja auch sehr positiv sehen. Die Skiarena Turnau ist den ganzen Winter lang Anlaufstelle für zahlreiche Vereine. Egal ob Fissrennen oder Skikurse auf den Pisten ist immer was los. So auch beim 11. Brugger Volksskitag des ESV Brugg. Herrliches Wetter und beste Bedingungen beim Volksskitag der Stadt Brugg in Turnau. Veranstalter war der ESV Brugg. Wir sind heute einen Riesentorlauf gefahren, also wie gesagt der 11. Brugger Volksskitag. Es waren insgesamt 79 Meldungen, davon waren 56 am Start. Es war zum Glück unfallfrei, es sind Top-Leistungen erbracht worden, von klein bis groß. Also wir sind sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung. Solche Veranstaltungen gehören organisiert und dazu ist ein Team von Helfern notwendig. Ja, die Vorbereitung für unseren 11. Brugger Volksskitag waren umfangreich und muss aber mich auch bedanken bei der Stadtgemeinde Brugg an der Mur, die was uns jedes Jahr bei diesen 11. Brugger Volksskitag unterstützen. Ich habe natürlich sehr super Kolleginnen und Kollegen im Skiverein, die was tatkräftig daran arbeiten, diese Veranstaltung perfekt abzuwickeln. Auch der Brugger Sportreferent war vollauf zufrieden mit den guten Bedingungen. Ja, ich bin selbst mitgefahren und habe nicht gedacht, dass die Bedingungen so gut waren, aber die waren wirklich top, die Bedingungen, und es war ein hervorragendes Rennen. Für die Stadt ist es auch wichtig, solche Veranstaltungen von Vereinen zu fördern. Die Stadt Brugg an der Mur fördert ja unsere zwei Skivereine und der ESV Brugg ist ein Skiverein davon. Und es ist für uns wichtig, dass auch sehr viele Kinder daran teilgenommen haben. Und es hat auch die neue Mittelschule mit vielen Kindern daran teilgenommen. Und es war wirklich ein tolles Event und ein toller Lauf. Bei der Siegerehrung waren alle happy, dass die Veranstaltung gut abgelaufen ist. Sieger waren sie alle und man freute sich über die Preise und Pokale, die von Sponsoren und der Stadt Brugg an der Mur zur Verfügung gestellt wurden. Eine tolle Veranstaltung bei Traumwetter in der Skiarena Turnau. In der Regionalliga Mitte standen sich die KSV 1919 Amateure und SV Wallern gegenüber. Es war eine heiß umkämpfte Partie, mit Treffern wurde allerdings gegeizt. Tolles Frühlingswetter, aber leider schwacher Publikumszustrom bei diesem Regionalliga-Mitte-Auftaktmatch. KSV-Amateure in Gelb spielend hat Anstoß, Wallern spielt in Grün. Wallern versucht's da gleich mit einem Bezi-Rep-Schuss. Auf der Gegenseite die KSV-Amateure mit gutem Spielaufbau, aber diese Flanke findet keinen Abnehmer.
Es entwickelt sich eine interessante, abwechslungsreiche Partie. Erich Zachgruber Wallern knallt am Langeneck vorbei. Kapfenberg in der Vorwärtsbewegung. Vollmann setzt der David Harrer ein. Der Harrer-Schuss zu harmlos. Der Wallern-Tormann hat da keine Mühe. Einsatz und Kampfgeist bei beiden Teams vorhanden. 30 Minuten gespielt, der Spielstand noch 0:0 in dieser interessanten Begegnung. Knapp vor dem Wechsel gibt's nach Gästeflanke Unsicherheit in der heimischen Abwehr. Nichts passiert, die KSV-Fans können durchatmen. Der letzte Angriff vor der Pause wird von Kapfenberg vorgetragen, aber Treffer gibt's in Hälfte 1 keinen. Mit einem 0:0 geht's in die Pause. Was sagt der KSV-Präsident zu dieser ersten Halbzeit in dieser Regionalliga-Partie? Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Die jungen Burschen machen eine gute Leistung und sie bemühen sich redlich. Mit ein bisschen Glück könnte man schon in Führung sein. KSV startet mit gutem Vollmannschuss in Hälfte 2. Akin Wallern holt sich für diesen Einstieg den gelben Karton. Filip Gaczewski hat nicht allzu viel zu tun, aber wirkt sehr sicher im KSV-Tor. Beide Mannschaften geben alles, schenken sich nichts. KSV ist nun wieder am Zug. Toller Fahrleiter, Lupferlpass auf Kurzmann. Kurzmann scheitert mit der größten Chance bisher an Tandic im Wallern-Tor. Gaczewski spielt da gut mit, macht den letzten Gästeangriff zunichte. Wir sind in der Schlussphase. KSV setzt da mit langem Ball Hirschhofer ein. Hirschhofer wird da am Sturmlauf gestoppt. Das gibt Gelb für den Wallern-Abwehrspieler. Treffer gibt's aber keinen mehr. Die KSV-Amateure und Wallern trennen sich mit einem 0:0 Unentschieden. Schade, dieses Unentschieden hilft Kapfenberg nicht so richtig weiter. Aber die Leistung war okay. Da kann man aufbauen. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Der Auftrag ist eigentlich geglückt, muss ich sagen, weil wenn man denkt, dass wir im Herbst 6:2 verloren haben in Wallern und wirklich zum Kämpfen gehabt haben, ich glaube, dass wir einmal Spur besser waren heute. Unser einziges Manko, was ist, das habe ich aber eh gewusst, dass wir uns eigentlich schwer tun, Tore zu machen. Aber das Positive ist auch, dass wir nicht wirklich viel zulassen haben. An dem haben wir auch hart gearbeitet in der Vorbereitung. Und ich glaube, mit dem nötigen Selbstvertrauen und mit den nötigen Punkten werden wir uns leichter tun, Tore zu machen und dann auch die nötigen Siege einzufahren, um die Liga zu halten. Siebenter Diabetikertag in Afflens Kurort. Am Samstag, dem 22. März im Festsaal Afflens Kurort. Industrieausstellung ab 10 Uhr. Vorträge ab 13 Uhr mit Dr. Nicole Bahr, Zahnärztin in Afflens Kurort zum Thema Zucker und Zahn. Sowie Dr. Viktor Wutzel, Departmentleiter für Allgemeine Innere Medizin und Intensivmedizin am LKH Leoben zum Thema Prävention von Spätfolgen bei Diabetes. Siebenter Diabetikertag in Afflens Kurort. Am Samstag, dem 22. März im Festsaal Afflens Kurort. Dunst- und Nebelfelder lichteten sich in der Obersteiermark am Dienstagmorgen recht früh und die Sonne setzte sich tagsüber durch und bescherte uns wieder Temperaturen um die plus 15 Grad. Auch am Mittwoch hält das sonnige Hochdruckwetter an. In der Früh können noch ein paar Dunstfelder auftreten, bald ist der Himmel aber dann wieder klar und wolkenlos. Die Frühwerte sind am Mittwoch noch recht frostig, minus 4 bis plus 1 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei frühlingshaften 12 bis 16 Grad. So frühlingshaft geht's weiter, abgesehen vom Sonntag. Damit noch schöne Fernsehstunden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.